So, die Aufzeichnung ist eingeschaltet. Dann können wir jetzt beginnen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich möchte da an der Stelle weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir sind im großen Kapitel Probleme von Programmieranfängern, darin im Abschnitt Datenmodell, was für Probleme es die Studierende oder Schülerinnen und Schüler, jedenfalls alle Leute, die erst einmal hineinkommen müssen ins Programmieren mit einer Sprache wie beispielsweise Java, welche Probleme sie dabei haben. Und das Thema, was wir hatten eben schon beim letzten Mal schon, das Thema Variable in der Mathematik versus Variable in der Informatik. Hier jetzt ein besonderes Spezifikum, was es nicht in jeder Programmiersprache so sichtbar gibt wie beispielsweise in Java. In anderen Programmiersprachen wie C, C++ sogar noch sichtbarer in Form von Zeigern, Pointern, aber so halb sichtbar auch in Java. Bequemer als beispielsweise in C und C++. Und darauf möchte ich jetzt hier insbesondere nochmal zu sprechen kommen, weil das aller Erfahrung nach ein besonderes Problem ist, wo ich auch sagen möchte, die mir bekannte Literatur, sei es Einführungsbücher, Lehrbücher, sei es Skripte, da bin ich etwas unglücklich, weil nach meinem Empfinden wird dieses Thema ein bisschen zu sehr am Rande, ein bisschen zu stiefmütterlich behandelt. Viele scheinen das auch verstecken zu wollen, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen, vermute ich, wie das Ganze dann auf weniger abstrakten Ebenen aussieht, weil sie vielleicht so eine Sprache wie Java doch sehr abstrakt einführen wollen. Und da stört dieses Thema so ein bisschen. Das sehen Sie ja an diesem Beispiel hier. Das ist eine Folie, die ich schon sehr, sehr früh in der FOP auflege, schon in der ersten inhaltlichen Vorlesung, also in der zweiten Vorlesung. Allererste Vorlesung ist Organisatorisches, dann die erste inhaltliche Vorlesung, weil ich den anderen Weg, genau entgegengesetzten Weg gehen möchte. Und meines Erachtens ist das ein sehr sinnvoller Weg, sehr zielführender Weg. Von Anfang an das Thema Referenz versus Objekt zu thematisieren, auch immer zu thematisieren, wie sieht das Ganze dann, wie sieht überhaupt alles Mögliche im Speicher auf dieser Ebene aus? Und an manchen Punkten, wie zum Beispiel Variable von primitiven Datentypen, könnte man das sicherlich auch anders gut einführen. Meines Erachtens wird es deutlich schwieriger mit dem Verständnis von Lernenden, wenn wir bei diesem Thema Referenzsemantik darauf verzichten. Ja, was Sie hier sehen, spricht, denke ich, für sich selber. Sie sehen hier eine vereinfachte Darstellung des Computerspeichers, wo wir alles wegabstrahieren: Register, Cache, Hauptspeicher, Hintergrundspeicher, Cloud, was auch immer. Und einfach nur davon ausgehen, dass der Computerspeicher einfach so ein Array von Maschinenwörtern ist, alle dieselbe Länge, und dass wir eben alles da drin, beziehungsweise nicht wir, sondern das Laufzeitsystem platziert alles, was wir ihm geben an Anforderungen, dann an geeigneten Stellen in diesem Computerspeicher. Sie sehen das hier. Ich richte auf der linken Seite der Zuweisung dieser Initialisierung, dieser Variablendeklaration mit Initialisierung, sollte ich genauer sagen, da richte ich eine Variable ein mit einem Namen. Ähnlich wie beim primitiven Datentyp, nur anders als beim primitiven Datentyp ist da noch nicht der eigentliche Inhalt drin, den wir da haben möchten, sondern der eigentliche Inhalt ist hier in dem Objekt drin, was ich auf der rechten Seite die Initialisierung mit Operator new und Konstruktoraufruf erzeuge, wo dann eben die ganzen Attribute der Klasse dann geeignet drin abgelegt sind. Gut, wozu ist dieses Verständnis sinnvoll? Dieses Verständnis ist zum Beispiel dann in dem Moment sinnvoll, wenn wir nicht mehr so wie hier die 1-zu-1-Beziehung zwischen Referenzen und Objekten haben, sondern wenn wir beispielsweise hier durch diese Zuweisung zwei Referenzen haben, die auf dasselbe Objekt verweisen. Ja?
Eine Situation, die beispielsweise bei Listen, beim Durchlauf durch Listen oder bei Manipulation, Umordnung von Listen oder Bäumen und ähnlichen verzweigerten Strukturen immer wieder vorkommt, die so fundamental also ist, dass sie wirklich gründlich verstanden wird. Und meines Erachtens ist dieses Bild eine sehr gute Hilfe dafür, dass das wirklich gründlich verstanden wird, zu verstehen, dass diese Zuweisung hier jeweils nur den Inhalt, also hier New liefert die Anfangsadresse des Objektes zurück und die Zuweisung kopiert tatsächlich nur diese Adresse, nur diese Zahl, wenn man so will. Wenn man das hier als den Computerspeicher als ein Array versteht, also praktisch dann so etwas wie ein Array-Index. Und hier durch diese Zuweisung enthalten beide Referenzen, beide Variable denselben Inhalt, verweisen also damit auf dasselbe Objekt. Wenn ich mit der einen Variable Manipulation durchführe, hier irgendwelche Werte ändere und ich lese dann dieselben Werte, dieselben Attribute dann nochmal mit dem anderen heraus, dann lese ich natürlich die veränderten Werte raus, weil eben diese Attribute nur einmal vorkommen und beide verweisen darauf. Oder auch entsprechend diese Situation im Vergleich. Hier haben wir zwei Referenzen, die durch diese Zuweisung auf dasselbe Objekt verweisen. Hier haben wir zwei Referenzen, die durch zweimal Operator New und Zuweisung dann eben auf zwei Objekte verweisen. Auch das ist, denke ich, sehr, sehr sinnvoll, mal frühzeitig zu sehen. Aha, wenn ich diese zwei Zeilen habe mit New Robot einmal und No Robot einmal, dann sind das tatsächlich im Speicher zwei verschiedene Objekte. Und in dem einen Objekt hier sind dann die Zahlen 3, 5, up und 0. Und in dem anderen sind dann 4, 6, left und 10 gespeichert. Ja, zweimal dasselbe Layout, dasselbe Objekt im Prinzip von seiner Gestalt her, aber trotzdem inhaltliche Werte und zwei, im Gegensatz eben zu hier, zwei völlig separate Objekte. Wenn ich an dem einen was ändere, ändert sich an dem anderen überhaupt nichts. Und auch der Vergleich mit primitiven Datentypen. In Java hat man sich ja dafür entschieden, primitive Datentypen anders zu organisieren als Referenztypen. Auch wieder dieser Unterschied zwischen primitiven Datentypen und Referenztypen. Auch nicht nur in Java, aber insbesondere auch in Java eine stete Quelle von Missverständnissen, wo man durch so ein Bild sicherlich ein bisschen besser verstehen kann, was jetzt hier der Unterschied ist, warum das anders lautet hier mit New und hier nicht, was die Motivation dahinter ist, dass wir hier bei Klassen Referenzsemantik haben, also Zerlegung in Referenz und Objekten bei primitiven Datentypen nicht. Das kommt dann natürlich erst später zum Tragen, wenn das Objekt, auf das die Referenz verweist, nicht vom selben Referenztyp ist, sondern von einem Subtyp. Das ist ja nur dann möglich, wenn, das ist nur dadurch möglich, dass wir hier diese Trennung haben. Und hier nochmal entsprechend alles zusammen im Vergleich. Hier sehen Sie nochmal einen wesentlichen Punkt, der meines Erachtens sehr, sehr vorteilhaft auch ist. Es ist ein einheitliches Modell. Ja, Sie sehen, dass ich immer bis aufs letzte Detail einfach mit Copy-Paste dasselbe Bild hergenommen habe. Und dann hier sehen Sie sogar dasselbe Objekt an derselben Stelle und dann nur entsprechend ein bisschen rumgebastelt habe, um die jeweils andere Situation darzustellen, sodass also der Wiedererkennungseffekt hoffentlich maximal ist. Und nicht zu vergessen, es ist das mehr oder weniger vereinfachte reale Modell. Ja. Es lässt sich sofort verknüpfen, wenn die Leute vorher schon ein bisschen was gelernt haben zu Rechenorganisation, lässt sich das sofort damit verknüpfen oder umgekehrt, wenn sie später etwas erst zu Rechenorganisation lässt sich das dann in einem späteren Quartal verknüpfen. Ideal wäre es natürlich, wenn sie vorher schon etwas mit Rechenorganisation gelernt hätten und deshalb eine Vorstellung davon haben, was hiermit eigentlich gemeint ist. Genau, Pass zu lernen halten, eventuell Vorwissen in Hardware. So, einen letzten Punkt, den ich noch in der Übersicht zum Thema Datenmodell als einen weiteren Punkt angesprochen habe, der sehr eng verknüpft ist
mit Referenzsemantik, also mit der Aufteilung in Referenz und Objekt. Das ist diese Unterscheidung Objektidentität und Wertgleichheit. Das finden Sie bei mir in der FOP auch. Ich glaube im Kapitel 03b, wenn ich mich recht entsinne, wo es dann nochmal ein um vertieftes Wissen über Referenztypen geht. Da widme ich denen einen ganzen, relativ kurzen, aber doch umfassenden Abschnitt. So, wir haben einerseits die Wertgleichheit und das heißt, sie haben denselben Inhalt. Ja, wir haben ein I und ein J und beiden wurde die Zahl 1 zugewiesen als letztes. Das heißt, die beiden sind wertgleich. Sind aber zwei verschiedene Variablen über konstant Objektidentität. Da geht es eben darum, dass nicht nur die Werte, die in den beiden Objekten drin sind, gleich sind, sondern eben, dass auch die Objekte gleich sind. Und das macht eigentlich nur Sinn, wirklich, wenn wir in diesem Fall sind bei Referenztypen, wenn wir tatsächlich die Unterscheidung haben, wir haben eine Referenz und wir haben ein Objekt, dann kann es durchaus sein, dass zwei Referenzen auf dasselbe Objekt verweisen, Objektidentität, oder dass sie auf zwei verschiedene Objekte mit demselben Inhalt verweisen, Wertgleichheit. Also, Objektidentität heißt, beide Referenzen verweisen auf dasselbe Objekt. Sie kennen das aus dem Deutschunterricht oder anderswoher, vielleicht diese Unterscheidung zwischen das Gleiche und dasselbe. Wertgleichheit ist das Gleiche und Objektidentität dasselbe. So, damit sind wir da an dieser Stelle auch schon durch. Also es geht ja hier immer nur um die Sensibilisierung dafür, das ist ja immer schon sozusagen die halbe Miete. Ja, wenn Sie, gehen wir nochmal zurück, wenn Sie erstmal sensibilisiert dafür sind, dass Ihre Lernenden, Ihre Schülerinnen und Schüler Probleme damit haben, diesen Unterschied zu sehen, ja, denn dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Dann wissen Sie, Sie müssen das thematisieren. Geeignet thematisieren. Sie können das in der FOP nachschlagen. Da sehen Sie ein sehr großes Beispiel für die Unterscheidung. Oder Sie können sich auch selber kleine Beispiele basteln. Und Sie sind auch sensibilisiert dafür, hoffentlich, dass Sie sehen, bemerken, wenn ein Schüler, eine Schülerin Probleme hat, dass es an dieser Unterscheidung vielleicht, an dem Verständnis dieser Unterscheidung mangelt, dass da Probleme sind. Gut, denken in Datentypen, das ist etwas Höheres, nämlich dass Typen variabel gehalten werden. Ja, das haben wir beispielsweise in Java, haben wir das an verschiedenen Stellen, werden wir gleich nochmal schauen, genauer, aber auch in anderen Programmiersprachen haben sie das in verschiedenen Formen, aber Java bietet schon die wesentlichen Grundformen, wie das aussehen könnte, dass Typen variabel gehalten sind. Also. Oder beziehungsweise wir können auch gleich anfangen mit Racket. Hier ist noch verwiesen auf die FOP 1920. Das liegt daran, dass ich diese Foliensatz erstmalig erstellt habe für das Sommersemester 2020. Aber daran hat sich überhaupt nichts geändert jetzt in den letzten Jahren in der FOP, als ich sie gehalten habe. Und Sie können auch wenn Sie wollen, in die allerletzte Lernportal Informatik. In die allerletzte Moodle-Seite FOP 22/23 reinschauen und auch die aktuellste Version von diesen Foliensätzen sich anschauen. Sie können aber auch genauso gut in die alten Foliensätze reinschauen. Da hat sich nichts Wesentliches hier in diesem Punkt geändert. So, da erinnern Sie sich vielleicht, dass wir das in Racket so offen gelassen hatten. Bei so Sachen wie Filter, Fold und Map. Dass wir da die Daten, das sind ja hochgradig generische Funktionen. Ja, so ein Filter ist anwendbar auf jede Liste von beliebigen Elementtypen, auch von heterogenen Elementtypen, wo alles Mögliche drin sein könnte. Objekte von allen möglichen Typen, Werte, sollte ich genau sagen, bei Racket von allen möglichen Typen. Nur, dass sie eben entsprechend immer gleicher Buchstabe bedeutet gleicher Wert. Zum Beispiel bei Filter ist es so, die Haupteingabe ist eine Liste von irgendeinem X beliebig, beliebiger Typ, eben auch heterogener Typ, kann auch alles sein. Ausgabe ist auch eine Liste vom selben Typ X. Ja, der Typ ist beliebig, aber vom
Aber es Eingabeliste, Ausgabeliste muss vom selben Typ sein wie Eingabeliste. Und dann kommt noch als weitere Eingabe ein Prädikat, was x auf Boolean abbildet. Und das ist dasselbe x wie dann in der Eingabeliste und in der Ausgabeliste. Ja, das ist gemeint mit Variable gehalten. Sehr ähnlich dazu Generics in Java, nicht, dass sie da in spitzen Klammern, kleiner, größer Klammern, T1, T2, T3 generisch halten, Datentypen, die sie dann in der Klasse oder in der Methode, für die sie diese generischen Parameter einführen, dann auch tatsächlich verwenden. Und bei jeder Instanzierung dieser Klasse, dieser generischen Klasse, legen sie dann die Datentypen ganz konkret fest. So, das finden Sie in diesem Kapitel. Auch hier, auch da hat sich nichts geändert. Das ist auch das Kapitel 6 in FOP 22, 23 noch. So, und was die Erfahrung ist, dass das nochmal andere Denkstrukturen erfordert als die anderen Dinge, die wir bisher betrachtet haben und die wir dann auch im weiteren Verlauf betrachten werden. Also ganz spezielle Denkstrukturen, die nochmal einen höheren Grad an Abstraktion sind, also dass wir nicht nur eben in Variablen vom Typ Int und vom Typ Double denken und vom Typ Robot, sondern dass wir eben in Variablen vom Typ T1, T2 denken und diese Typen sind erstmal offen gehalten. Das ist ganz objektiv ein höherer Grad an Abstraktion, wenn wir die Typen nicht festlegen, sondern offen halten. Und es spricht einiges dafür, dass da sollten Sie sich bewusst darauf sein, dass auch Leute, die eigentlich ganz gut programmieren können, dass sie da, dass solche, auch solche Leute vielleicht an dieser Stelle an Grenzen kommen. So, hier sehen Sie nochmal Fold als Beispiel. Ich hatte eben Filter mündlich als Beispiel genommen. Ein einfaches Beispiel. Hier sehen Sie jetzt ein komplexeres Beispiel. Nochmal Fold mit X und Y. Und X und Y sind offen gehalten. Kann derselbe Typ sein, können unterschiedliche Typ sein, so wie hier. Aber überall da, wo ein X steht, muss es derselbe Typ sein. Und überall da, wo es ein Y steht, muss es auch wieder derselbe Typ sein. Ja, also X und Y sind fest und das heißt also beispielsweise hier, jedes Vorkommen von X muss dann Student sein, jedes Vorkommen von Y muss dann Natural sein. Da gibt es dann keine Flexibilität mehr. Gut, Generics andere, hatten wir als anderes Beispiel eben. Hier sehen Sie nochmal ein einfaches Beispiel, wo eine Methode generisch gehalten wird mit generischen Typparametern x und y. Und bei Methoden wissen Sie aus der FOP, brauchen Sie dann beim Aufruf nicht mal hinzuschreiben, dass es sich um Fold mit x und y, mit einem bestimmten x und einem bestimmten y handelt, sondern der Compiler erkennt aus den beiden Parametern hier, was das jeweils für Typen sein müssen. So, es lässt natürlich Didaktiker nicht ruhen, wenn sie sehen, dass da Schülerinnen und Schüler, Lernende ein potenzielles Problem haben mit ihren Denkstrukturen, also ein grundsätzliches Lernproblem und was man sich zum Beispiel vorstellen kann oder was sehr naheliegend ist, ist beispielsweise das, was in der Mathematik im Schulunterricht häufig Algebra genannt wird, was natürlich mit der Algebra an der Universität nicht nur bedingt viel zu tun hat, was man vielleicht eher als Rechnen mit Buchstaben statt Rechnen mit Zahlen ansehen kann. Also a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat statt 3 Quadrat plus 4 Quadrat gleich 5 Quadrat. Zum Beispiel Pythagoras einmal allgemein und einmal mit konkreten Zahlen. Ja, also dieser Übergang vom Rechnen mit Zahlen zum Rechnen mit Buchstaben ist auch in der Mathematikdidaktik ein virulentes Thema und hier scheint dieses Thema wieder zurückzukommen. So, jetzt betrachten wir eine etwas andere Situation, die Sie auch in Java wiederfinden. Sie erinnern sich an den Unterschied zwischen statischem Typ und dynamischem Typ. Was war das nochmal?
Der statische Typ der Referenz, also der Variable oder Konstante, die Namen trägt, ist einfach der Typ, mit dem diese Referenz eingeführt wird. Ja, Robot, my Robot, dann ist Robot der statische Typ von my Robot. Der dynamische Typ ist der Typ von dem Objekt. Ja, Robot, my Robot gleich new my abgeleitet Robot sozusagen. Also ein anderer Typ, ein Subtyp von Robot. Kann natürlich auch wieder Robot sein. Der ist variabel, denn Sie können die Referenz, wenn es eine Variable ist und keine Konstante, dann können Sie diese Referenz natürlich eine Zeit lang auf das eine Objekt von dem einen Subtyp verweisen lassen und dann später umbiegen sozusagen durch neue Zuweisung auf ein anderes Objekt von einem anderen Subtyp zuweisen lassen. Dann ändert sich eben der dynamische Typ, weil der dynamische Typ eben der Typ von dem Objekt ist, auf das die Referenz verweist. Beziehungsweise es gibt noch den symbolischen Typ NullType, wenn der Wert der Variable den symbolischen, wenn die Referenz den symbolischen Wert Null hat. Das haben Sie also Subklasse und Basisklasse oder implementierende Klasse und Interface. Wobei das natürlich auch eine ganze Kette sein soll. Es muss kein direkter Subtyp sein. Ja? Es kann sein, dass Sie, dass der beispielsweise der Basistyp ist ein Interface. Erweitert ein Interface 1, erweitert durch Interface 2, erweitert durch Interface 3, abgeleitet durch, Entschuldigung, implementiert durch Klasse 1, erweitert durch Klasse 2, erweitert durch Klasse 3 und dann ist natürlich Klasse 3 und Interface 1 immer noch, Klasse 3 immer noch ein Subtyp von Interface 1. Haben wir in der FOP alles so betrachtet, brauche ich da, glaube ich, nicht weiter einzugehen. Interessanterweise scheint das nicht dieselben Verständnisprobleme zu erzeugen. Warum auch immer, scheint doch eine etwas andere Denkstruktur zu sein, die vielen Lernenden leichter fällt als generische Denkstruktur. So, jetzt waren wir statisch. Wir haben erst Froschperspektive und Vogelperspektive betrachtet, dass Schülerinnen und Schüler von der erstmal mit der Froschperspektive beginnen und langsam in die Vogelperspektive hineinwachsen müssen. Wir haben Datenmodell betrachtet als eine problematische, als ein Verständnisproblem. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Klasse von Verständnisproblemen, nämlich Denken in Abläufen. Was haben wir denn überhaupt für Formen von Abläufen? Wir haben erstmal, wenn wir keine Kontrollstruktur in einem Programm, wie etwa in Java, in der Programmiersprache Java haben, wenn wir gar nichts haben, kein if, kein while, kein for, kein do while, kein Methodenaufruf, kein Exception-Wurf und so weiter. Wenn wir das alles nicht haben, dann geht also, dass der Prozess einmal linear durch alle Anweisungen durch und dann ist der Prozess auch zu Ende. So. Dann das nächste, was Sie in Java eigentlich nicht in reiner Form zumindest finden, aber in vielen anderen Programmiersprachen schon, wenn wir kurz noch einen Blick drauf werfen, Go-To, Verzweigungen, If und Switch oder und da auch die Problematik verschachtelte Verzweigungen, beispielsweise in einem If, im If-Teil und im Else-Teil jeweils auch wieder If-Else. Schleifen ist eine andere Form von Ablauf, also Wiederholungen. Auch hier wieder das Problem, verschachtelte Schleifen. Und dann geht es weiter, Aufruf von Subroutinen in Java, etwa Methoden in Racket-Funktionen. Und da das besondere Problem noch Rekursion. Das ist nochmal ein besonderes Verständnisproblem, das man extra angehen muss. Dann kommen noch so Sachen wie Exceptions, die aber in der Schule typischerweise eher gegen Ende kommen oder vielleicht im Leistungskurs kommen, wo sie mehr Verständnis vielleicht von den Schülerinnen und Schülern erwarten können und dann Prozesse allgemein. Gut, als ich diese Folien hier erstellt habe, kam gerade in den Nachrichten, dass dieses Lied 40 Jahre alt geworden ist. Und ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, aber ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein passendes Beispiel für lineare Abläufe, ohne Verzweigungen, also ohne Fallunterscheidungen und ohne Schleifen. Und
Gut, mehr als das, glaube ich, braucht man nicht, um nochmal zu erklären, was mit linearen Abläufen gemeint ist. Hier denke ich, also wer das nicht versteht, da kann man dann auch nicht mehr sagen, was man da dann noch für die komplexeren Formen der Abläufe machen soll. So, Go-To. Ich verwende in der Form Go-To tatsächlich zur Erklärung von Konstrukten wie Verzweigungen, Schleifen und so weiter. Hier zum Beispiel, also Go-To, ich nenne das nicht Go-To, sondern ich nenne das Springe zu. Ja, also jede Anweisung hat eine Ziffer und mit Springe zu Ziffer kann man, hier drücke ich eben aus, was das bedeutet. Dafür ist das eigentlich eine sehr gute Sache, Go-To. Fürs Programmieren ist es allgemein als sehr anrüchig angesehen. Sollte man vermeiden. Und es gibt auch viele Programmiersprachen, die bieten das gar nicht oder nur in bestimmter Form an, wie auch Java. Aber um zum Beispiel die Semantik einer Schleife oder so etwas nochmal zu erklären, ja, nochmal aus einem anderen Gesichtswinkel zu erklären. Ja, wenn Sie das bei mir bei der FOP sehen, dann sehen Sie durch protokollierte Durchläufe als einen Erklärungsansatz, dann vor allem bei Vorschleifen und ineinander geschachtelten Schleifen verwende ich das, dann zweiter Ansatz Flussdiagramme und dritter Ansatz sind solche Formulierungen in Art Pseudocode. Und daran kann man dann schrittweise sehen, was eigentlich passiert, nämlich vorne in der Schleife also das stelle ich dann gegenüber, wie das dann in Java aussieht. Vorne in der Schleife ist also die Fortsetzungsbedingung oder hier formuliert als Abbruchbedingung, falls i gleich 10 ist, springe zu 7, also aus der Schleife raus. Das ist ein bedingter Sprung. Falls die Bedingung erfüllt ist, soll der Sprung passieren. Ansonsten passiert der Schleifenrumpf, also den aktuellen Wert i hier in die Summe drauf addieren und natürlich das i um 1 erhöhen, um dann den nächsten Wert drauf zu addieren. Und hier sind wir am Ende der Schleife. Die Fortsetzungsbedingung, beziehungsweise so hier formuliert Abbruchbedingung, ist hier vorne. Das heißt, hier hinten gibt es keinen bedingten Sprung mehr, sondern einen unbedingten Sprung wieder zurück hier zur Abbruchbedingung. So, wenn man jetzt Go-To tatsächlich verwendet in Programmiersprachen, die das erlauben, dann ist die allgemeine Erfahrung die, dass man dann sehr, man ist, also da muss man sehr viel Disziplin wahren, um nicht unübersichtlichen Code zu schreiben, dass sie weiter Sprünge hin und her und vorne und hinten und so weiter, dass sie ein komplexes Netzwerk an Sprüngen sozusagen da drin haben. Dafür hat sich der Begriff Spaghetti-Code schon vor sehr langer Zeit etabliert. Also die verschiedenen Sprünge von Anfangspunkt des Sprungs zu Endpunkt des Sprungs sind sozusagen wie lange Spaghettis, die sich so unüberschaubar zu einem Knäuel zusammenklumpen oder so etwas. Und vor allem wichtig ist, der Mensch kann ja Code eigentlich nur richtig verstehen, wenn er es in kleine, für ihn überschaubare Einheiten zerlegt. Und das geht eben mit dieser Spaghetti-Code-Programmierung grundsätzlich nicht. Das brauchen wir aber. Es gibt sogar einen Artikel, ich denke aus den 60er Jahren müsste der, glaube ich, gewesen sein, der das sogar genau aufspießt. Go-to considered harmful. Ja, wenn Sie fragen, was ist mit der Dijkstra gemeint, natürlich der vom Algorithmus von Dijkstra für kürzeste Pfade. So, gucken wir uns das mal an. Was ist die Problematik bei Verzweigungen? Die Problematik bei Verzweigungen ist die bei ineinander geschachtelten Verzweigungen oder auch bei nachfolgenden Verzweigungen, so wie hier,
also hier ineinander geschachtelt und hier nicht ineinander geschachtelt. Also gucken Sie sich das mal an. Ich bin der Meinung, ich habe das jedes Jahr mal immer durchgetont, dass diese beiden äquivalent sind. Das heißt also, für jede Zahl n, für jeden aktuellen Parameterwert n, kommt hier jeweils dasselbe heraus. So, das Problem sehen Sie jetzt hier deutlich. Aber hier ist es auch drin, muss ja drin sein, wenn es hier drin ist, weil die beiden äquivalent sind. Nämlich das Problem ist, was Sie bei der Verschachtelung sofort sehen, nee, durch die Verschachtelungstiefe, dass Sie dann entsprechend viele Fälle zu durchdenken haben. Bei einer Verzweigung haben Sie nur zwei Fälle zu durchdenken. Bei zwei ineinander geschachtelten haben Sie dann schon vier, bis zu vier, ja, großes if-else. Darunter kleines if else und hier nochmal kleines if else. In dem Fall jetzt in dem Beispiel hier nur ein if ohne else. Und wenn Sie noch weiter runtergehen, wenn Sie da noch weiter schachteln, dann haben Sie plötzlich 8 Fälle und 16 Fälle, 32 Fälle und so weiter. Ja? Das macht kein Mensch, glaube ich. Also habe ich noch nie gesehen, habe ich auch noch nicht selber gemacht, da wirklich so eine Schachtelungstiefe zu machen. Aber dieselbe Problematik haben Sie auch hier, wo Sie einfach if-else oder in dem Fall sogar nur if ohne else nacheinander haben. Aber was ist das Problem? Das Problem ist, dass diese if oder if-else auf denselben Daten arbeiten, also dieselben Daten befragen für ihre Verzweigungsbedingungen und dieselben Daten manipulieren, sodass eben doch implizit genau diese Fallunterscheidung hier auch drin ist, obwohl das gar nicht nach so einer verschachtelten Fallunterscheidung da ist. Um das richtig zu durchdenken hier auf der rechten Seite, müssten Sie eigentlich verstehen, dass das hier dasselbe ist wie das. Ja, hier sehen Sie dann die Fälle, die verschiedenen Fälle, die auftreten können. Also Sie müssen alle Fälle durchgehen, nicht? Sie müssen alle Fälle durchdenken. Hier sehen Sie die Fälle explizit, hier müssen Sie sich dazu denken. Was man natürlich machen kann, ist, die rechte Formulierung dann in die linke Formulierung zu transformieren und hier sehen Sie dann die Fälle explizit. Oder sich die Fälle eben herauszuschreiben. Man sieht es ja auch hier. Wir haben den Fall n größer 0 versus n kleiner gleich 0. Und wir haben den Fall n modulo 2 gleich 1 versus n modulo 2 ungleich 1. Das ergibt potenziell insgesamt vier verschiedene Fälle. Müsste man sich sozusagen eine Matrix machen. Einmal die beiden Fälle hier, eine 2×2-Matrix, einmal die beiden Fälle hier, einmal die beiden Fälle hier. Und dann jedes einzelne Feld dieser Matrix durchdenken, was da am Ende rauskommt. Um zu prüfen, dass der ganze Code wirklich korrekt ist, das tut, was er soll. In jedem Fall, bei jedem aktuellen Parameterwert für n, das tut, was er soll. So, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Verzweigung? Der wesentliche Unterschied, der wesentliche Vorteil gegenüber GoTo ist der, dass wir eine in sich abgeschlossene Einheit haben. An einer Stelle kommen wir da rein. Und an einer anderen Stelle kommen wir da raus. Ja. Das, was hier passiert ist, was immer das aussieht, das ist dann zu Ende. Dann beginnt dieses If-Else, das ist irgendwann zu Ende. Dann beginnt das, was danach kommt. Ja. Und das ist eben der entscheidende Fortschritt gegenüber so Spaghetti-Code. Sie könnten If-Else natürlich problemlos mit Spaghetti-Code, mit GoTo auch hinkriegen, dass Sie da. Dass Sie diese Rümpfe vom Elfteil und vom If-Teil und vom Else-Teil irgendwo hinschreiben und dann da hinspringen und wieder zurückspringen und so weiter. Aber Sie haben nicht diese. Sie müssen schon sehr viel Disziplin wahren, um diese Aufteilung in einzelne überschaubare Einheiten beizubehalten, hinzubekommen, ohne die das Ganze halt kaum noch durchschaubar ist. Und genau dasselbe haben Sie bei Schleifen etwa. Ja. Wie wir gesehen haben, kann man Schleifen auch mit GoTo simulieren. Ist kein Problem. Und tatsächlich wird ja auch, wenn ja auch Schleifen in Maschinensprache oder in Java Bytecode, in so etwas mit GoTo umgewandelt. Aber wenn Sie mit GoTo arbeiten, ist die Gefahr groß, ist die Versuchung groß, dass Sie anfangen, da rumzubasteln und eben nicht
nur so eine Schleifenstruktur hinbasteln, sondern anfangen, von irgendwo hin die Schleife rein und von der Schleife irgendwo hin rauszuspringen und so weiter. Und schon haben sie eben nicht mehr diese kognitiv gute Situation, dass die ganze While-Schleife hier etwa ein Block ist, den sie für sich betrachten können. Hier geht's rein, alles, was davor abgelaufen ist, ist fertig. Und wenn die While-Schleife fertig ist, dann geht es weiter mit dem, was danach kommt. So, ein Problem, oft ein spezielles Problem, was auch in der Literatur betrachtet wird, darauf möchte ich Sie konkret hinweisen, nämlich das Verständnis, wann die Fortsetzungsbedingungen evaluiert ist. Gehen wir nochmal zurück, was wir jetzt hier gesehen haben. Hier in dieser Formulierung, die Art von Formulierungen, wie ich sie auch in der FOP verwende, eigentlich ein wesentlicher Grund, warum ich diese Art von Formulierung verwende, ist tatsächlich, dass man sehen kann, aha, das ist die Stelle, wo die Abbruchbedingung oder umgedreht formuliert, dann negiert formuliert, die Fortsetzungsbedingung, falls Wert von i ungleich 10 ist, wäre es dann die Fortsetzungsbedingung, dass es hier eben keinen Sprung raus gibt. Man kann das natürlich alles umdrehen, dass man hier die Fortsetzungsbedingungen schreibt und die Sprünge muss man dann anders ersetzen. Dass man hier genau sehen kann, aha, wenn ich in die Schleife reinkomme, wird die Fortsetzungsbedingung oder Abbruchbedingung einmal evaluiert und gegebenenfalls springt man raus, dann geht es durch und dann, nachdem man durch alles durchgegangen ist, kommt man wieder dahin. Ja, das ist durchaus ein Verständnisproblem. Für viele, dass am Anfang jedes Durchlaufs oder am Ende jedes Durchlaufs jeweils die Fortsetzungs- oder Abbruchbedingungen evaluiert wird. Es gibt durchaus immer wieder Phänomene dieser Art, dass Leute denken, während der gesamten Schleife, während der Prozess in der Schleife drin ist, auch wenn er im Rumpf der Schleife drin ist, dort die Anweisung abarbeitet, dass er da jederzeit die Fortsetzungsbedingungen evaluiert und jederzeit dann rausgesprungen wird. Ja. Machen Sie sich bewusst, einfach nur bewusst, das ist ein häufig beobachtetes Phänomen, über das in der wissenschaftlichen Literatur auch gearbeitet worden ist. Das kann bei Ihren Schülerinnen und Schülern auftreten. Da sollten Sie sensibilisiert sein. Und Sie sehen das hier nochmal, hier habe ich das nochmal im Vergleich. Hier ist klar, falls das Ergebnis falsch ist, Abbruchbedingungen springen zu 7. Von Hess Anycoins. Hier kann man dann 1 zu 1 durchgehen, weil man sieht ja auch Turn Left hier. Hier hätte ich vielleicht besser noch was anderes als Turn Left nehmen sollen an dieser Stelle. Aber ich denke, es ist weit genug auseinander, dass es keine Missverständnisse gibt, dass dieses Turn Left hier dieser Aufruf Turn Left ist und dieser Aufruf hier ist dieser Aufruf hier. Aber hier drin habe ich ja das dann wesentlich zum Glück gemacht, dass ich dann nicht mehr Turn Left, sondern Move und Put Coin eingesetzt habe. Zwei Anweisungen, ja, eine Anweisung im Spezialfall, zwei Anweisungen steht für den allgemeinen Fall von beliebig vielen Anweisungen. Gut, grundsätzlich, Sie müssen sich klar darüber sein, dass Schleifen etwas grundsätzlich Schwieriges sind. Warum? Sie haben beinahe gleiche Abläufe. Ja, in gewisser Weise ist jeder Durchlauf durch die Schleife dasselbe. Sehen Sie ja da unten. Jeder Durchlauf durch die Schleife ist im Prinzip dasselbe. Hier Summe plus gleich RI von K. Aber eben nur beinahe, denn es ändert sich jedes Mal etwas Entscheidendes, nämlich das K. Ja, in gewisser Weise ist in jedem Schleifendurchlauf, passiert in jedem Schleifendurchlauf dasselbe. Aber trotzdem eben nur beinahe, es ändert sich an dieser einen Stelle. Und das ist durchaus eine Schwierigkeit für Schülerinnen und Schüler. Wobei dieses Beispiel noch relativ harmlos und einfach ist. Sie können sich vorstellen, dass es bei komplexeren Beispielen entsprechend schwieriger zu verstehen ist. Also, was sich von Durchlauf zu Durchlauf ändert, hin zum Ziel, das ist das K, das wandert durch plus plus hier immer schrittweise in Richtung R-Länge hin. Ja, beginnen mit 0 kann nichts passieren. R-Länge kann nicht kleiner 0 sein. Also
Selbst wenn die Arraylänge 0 ist, ist alles okay. Dann wird eben 0 zurückgegeben. Auch das ist ja korrekt. Die Summe aus einer leeren Menge von Summanden ist ja mathematisch definiert als 0. Das passt also auch. So, also was sich von Durchlauf zu Durchlauf ändert und was von Durchlauf zu Durchlauf gleich bleibt. Was sich ändert, ist das K. Was gleich bleibt, ist bei festgehaltenem K, dass die Summe immer diesen Wert hat. Und das kann man sich natürlich auch in einem komplizierteren Beispiel nochmal ansehen. Also das Beispiel ist sicherlich nicht zu kompliziert für Schule, auch nicht zu kompliziert für Grundkurs. Ich denke, das ist durchaus ein Beispiel, das man auch im Grundkurs betrachten kann, vielleicht sogar als Hausaufgabe aufgeben kann. Was passiert hier? Erstmal ein schönes Beispiel wieder, immer sprechende Namen verwenden. Nicht? Position of Max Value sagt einem schon ziemlich genau, worum es geht. Wir wollen die Position des Maximal eines maximalen Wertes in diesem Array am Ende dieser Schleife raus haben. So, und dann setzen wir den Wert erstmal auf 0 und gehen dann alle anderen ab 1 durch. Und wenn wir da einen größeren Wert finden als der an der Position, die wir uns gerade hier gemerkt haben, dann setzen wir die Position eben um. So, was sich hier ändert, ist das K jedes Mal. Was gleich bleibt, ist, dass die Position der kleinste Index ist. Ja? Also, es kann ja verschiedene Array-Komponenten geben, die denselben Wert haben. Und dadurch, dass hier größer steht, also dass sich nur etwas ändert mit Position of Max Value, wenn denn die neue momentan betrachtete Array-Komponente echt größer ist als die bisher größte gesehene Array-Komponente. Dadurch ergibt sich, dass es immer der kleinste Index ist, an dem das Maximum zu finden ist. Ja, also wenn später nochmal derselbe maximale bisher gesehene Wert nochmal auftritt, dann wegen dem Größer passiert nichts, würde hier größer gleich stehen, wäre es immer der größte Index aus 0 bis K. So, und die Denkstruktur, die dahinter steht, falls Sie bei mir die AOD gehört haben, dann sind Sie dort damit ziemlich intensiv traktiert worden. Die Variante ist das, was wir jetzt eben immer als K hatten. Denn ein numerischer, es ist immer, die Variante ist immer im Prinzip irgendetwas, was sich numerisch ausdrücken lässt und von Durchlauf zu Durchlauf in Richtung eines Zielwertes ändert. Zum Beispiel eben bei einer Zählschleife, das K, was wir eben hatten, das geht bis Array.length oder A.length, wenn es Array A heißt. Das ist dann die Variante. Und die Invariante ist etwas völlig anderes. Das ist eine boolesche Aussage, die vor und nach jedem Durchlauf erfüllt ist. Es ist wichtig, dass über die Situation mittendrin, die Umbruchsituation mitten in einem Durchlauf durch die Schleife gar nichts gesagt wird. Und das sehen wir uns an diesem ersten einfachen Beispiel an. Was ist die Variante? K wird erhöht. Und weil K immer erhöht wird, ist K irgendwann nicht mehr kleiner Array.length. Und die Invariante ist, so finden Sie es bei mir in der AOD immer formuliert, ich verwende noch einen weiteren Hilfsvariable H, habe ich die immer genannt. Weiß nicht, warum ich die H genannt habe, wahrscheinlich weil die noch nicht reserviert war für irgendwas anderes bei mir. Und Sie sehen, nach H Größe gleich durchläuft gilt die Summe. In Summe steht die Summe von allen Indizes von hier nach hier. Und hier sehen Sie auch einen wichtigen Punkt, ja, nicht bis REH und auch nicht bis REH plus 1 und auch nicht bis REH minus 2, sondern bis REH minus 1. Was dann, warten Sie mal, gehen wir vielleicht ganz kurz, haben wir das nochmal? Was dann hier von Bedeutung ist, ja, hier haben Sie nicht 0 bis K minus 1, sondern beim ersten Schlafendurchlauf gucken wir uns gar nicht den Index 0 im Array an, sondern den Index 1 im Array. Und das heißt also,
Null haben wir hier vorne schon mit berücksichtigt. Das heißt also, wir haben hier nicht bis k minus 1, sondern bis k. Ja, auch über solche Details, die ja häufig darüber entscheiden, ob der Code korrekt ist oder nicht korrekt ist, ja, wo man schnell einen Fehler einbaut. Auch darüber gibt dann die Invariante, wenn sie korrekt formuliert ist, dann entsprechend Aufschluss. Kann man einfach nachschlagen. Aha, hier in diesem Beispiel geht es bis h-1, bei dem anderen geht es bis k. So, ich formuliere Meine mir das mal. Frage. Ja, gerne. Variante nennen, oder? Hallo? 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 Können Sie mich hören? Also ich kann Ja, Sie. ich höre Sie. Okay, ich kann Sie jetzt auch gut hören. Was ist Ihre Okay, Frage? genau. Also die Invariante kann man ja auch Schleifeninvariante nennen. Ja, das ist genau die Okay. Schleifenvariante, Okay. korrekt. Ich habe es jetzt hier verkürzt nur Invariante genannt. Ja, nur weil. Ja, Hatte zur ich gedacht. Unterscheidung zur Darstellungsinvariante und Implementationsinvariante, beispielsweise an der Klasse, ist es durchaus sinnvoll, das Schleifenvariante zu nennen. Ich gebe Ihnen voll und ganz recht. So, also ich formuliere das immer so, mit einem anderen Namen, H, damit es hat, ich habe angefangen damit, als ich die AOD so umgebaut habe für mich, dass Invariante und Variante eine große Rolle spielen, habe ich erstmal angefangen, immer mit den Schleifenvariablen zu arbeiten. I, J, K, was ich da immer halt verwendet habe in so einer Vorschleife meistens. Bin dann aber dazu gekommen, dass das Situationen gibt, in denen das zu massiv missverständlichen Formulierungen führt und bin dann dazu übergegangen, einen anderen Namen dazu zu verwenden. So, was heißt nach Null-Iteration unmittelbar vor der ersten Iteration. Das ist nochmal wichtig. Gucken wir nochmal zurück. Hier. Unmittelbar vor der ersten Iteration steht Position of Max Value auf 0. Und gucken Sie mal, die Invariante ist erfüllt. Kleinster Index aus 0 bis 0, an dem das Maximum aus R0 bis R0 zu finden ist. Ja. Das ist durch diese Initialisierung erfüllt. Oder umgekehrt, man kann es auch umgekehrt sagen, die Invariante sagt mir, was ich wie zu initialisieren habe. Nämlich so mit den Werten, dass die Invariante schon vor dem ersten Durchlauf erfüllt ist. Sodass dann die Logik greift, wenn sie vor dem I, nach dem I, nee, wenn sie vor dem Iten-Durchlauf erfüllt ist, ist sie auch nach dem Iten-Durchlauf erfüllt. Gut. So. Hier gucken wir uns ein weiteres Beispiel an. Binäre Suche im aufsteigend sortierten Array. Auch etwas, was man sicherlich häufig auch in der Schule macht, was eigentlich so grundlegend ist, dass es eigentlich typischerweise in die Schule reingehört. Sie sehen hier ziemlich komplizierten Code, wo man sich intensive Gedanken machen muss, ist das jetzt alles richtig oder ist es falsch? Wie ist denn eigentlich, sind eigentlich die Gedanken hier gewesen? Was hat es denn mit sich auf sich? Hier könnte man auch plus 1, größer gleich 1, größer 0 schreiben. Was ist denn jetzt hier das Richtige? Und Sie sehen hier, es bietet sich geradezu an, eine komplexere Schleife immer gleich mit Invariante und Variante zu entwickeln, um selbst zu durchschauen, was die Schleife genau tut, ob die Schleife dann korrekt ist, dass sie wirklich das tut, was sie soll. Und damit auch andere leicht erfassen können, was diese Schleife tut und ob sie korrekt ist. Ja, also Invariante und Variante dann irgendwie geeignet als Kommentare zu so einer komplexeren Schleife hinzuzuschreiben. Und immer prüfen, stimmt das überein? Ja, wenn Sie an der Schleife etwas ändern, dann überprüfen müssen Sie immer mit der Variante ändern. Hier sehen Sie Variante, right minus left wird halbiert. Ja, M wird auf die Hälfte gesetzt von den beiden. Auf M, right plus left müsste hier, glaube ich, stehen. Right plus left halbe, nicht? Sehen Sie schon mal gleich einen Fehler gefunden, oder? Ja, müsste right plus left heißen. So, und jetzt gucken wir uns entweder setzen wir Left auf Mitte oder Right auf Mitte und haben in beiden Fällen das Intervall, das wir zu durchsuchen haben, halbiert. Passt.
Und daraus folgt ja dann Termination. Ja, wenn right minus left immer halbiert wird, dann ist irgendwann right minus left Größe 1 nicht mehr erfüllt. Und zwar nicht irgendwann, sondern ziemlich schnell, nach logarithmisch vielen Schritten nur. Sie wissen ja, dass das ein sehr großer Erfolg ist, wenn etwas nur logarithmisch viele Schritte umfasst, logarithmisch eine Anzahl der Array-Elemente in dem Fall, weil Sie wissen, wenn das Array ungefähr 1000 groß ist, dann sind das, ist der 2er Logarithmus 10. Wenn das eine Million groß ist, ist der 2er Logarithmus 20. Wenn es eine Milliarde groß ist, ist der 2er Logarithmus 30 und so weiter. Also genauer gesagt ist natürlich 2 hoch 10 1024 und nicht genau 1000, aber darauf soll es nicht ankommen. So, und dann ist wichtig, die Invariante korrekt zu formulieren. Sie sehen hier, man muss hin und wieder auch mal ein bisschen nachdenken, wie jetzt die Invariante korrekt formuliert ist, aber es lohnt sich, denn jetzt können Sie gucken, okay, wenn die Invariante korrekt ist, dann ist es tatsächlich so, wenn der Wert nicht gefunden ist, wissen wir, dass er gar nicht drin ist. Ja? Die Invariante sagt, dass es immer in diesem Intervall drin ist, left plus 1 bis right minus 1, falls sie überhaupt drin ist. Und wenn jetzt right und left nicht mehr größer 1 sind, also wenn dieses Intervall left plus 1 bis right minus 1 leer wird, dann wissen wir durch die Invariante, dass n unmöglich im Array drin sein kann. Wir müssen dann nur noch überprüfen, ob tatsächlich diese Invariante durchgehalten wird. Am Anfang ist sie sicherlich so, weil wir setzen ja gerade left auf 1 vor dem ersten Index und right auf 1 nach dem letzten Index passt. Und dann müssen wir nur noch schauen, bei jedem Durchlauf, hier bei so einem Durchlauf durch die Schleife, wenn das vorher erfüllt ist, ob das auch hinterher erfüllt ist. Und Sie sehen das hier an dieser Stelle. Ja, das passt. Weil wir genau left oder right entsprechend so setzen, dass diese Invariante immer noch erfüllt ist. Ja, also es ist oftmals schwierig, erstmal genau zu überlegen, was die Invariante ist, aber es lohnt sich dann, um sicher zu sein, selbst sicher zu sein, dass der Code korrekt ist. Ja, wir haben ja hier schon ein Stück Code, wo wir schon verschiedene Fälle beim Durchtesten berücksichtigen müssen. Das heißt, Durchtesten ist nicht mehr ganz trivial, ist nicht mehr ganz sicher, dass durch Durchtesten alleine dann sämtliche Fehler gefunden werden. Da lohnt es sich dann tatsächlich bewusst mit sowas zu arbeiten. So, das ist eine Frage, die für mich auch oft ist. Deshalb habe ich sie auch als offene Frage formuliert. Es ist durchaus möglich, dass Sie auch die Lernenden eher verwirren, wobei natürlich beides möglich ist. Manchen mag sie helfen, manchen mag sie eher verwirren. Also ich erlebe das auch in der AOD. Für manche Teilnehmenden der AOD wird das Invariante und Variante wahrscheinlich immer im Buch mit 7,7 bleiben. Die werden aber wahrscheinlich immer auch große Probleme haben mit komplexeren Schleifen. Denn irgendwie am Ende des Tages muss man in Variante und Invariante denken, um eine komplexe Schleife zu durchdenken. Weil es ist gerade, Variante ist das, was sich von Schleifendurchlauf zu Schleifendurchlauf ändert. Und Invariante ist das nun mal, was sich von Schleifendurchlauf zu Schleifendurchlauf nicht ändert. Ja? In diesen beiden Kategorien, das muss man denken, um eine Schleife korrekt zu durchdenken, egal ob man sich das bewusst macht oder nicht. Und wer Schwierigkeiten hat, sich das bewusst zu machen, würde ich mal vermuten, wird auch Schwierigkeiten haben, unbewusst, also ohne sich das bewusst zu machen, korrekt Schleife, komplexere Schleife zu durchdenken. Also ich finde zum Beispiel auch, dass es eher beim Design noch. Bitte? Beim Entwerfen eher auch schon hilft. Ja, genau, beim Entwerfen. Gehen wir da nochmal zurück. Sagen wir mal so, das ist ein Beispiel, wo ich sagen würde, beides gleichzeitig. Während man programmiert, entwirft man schon die Invariante, stellt dann fest, Moment, nee, so kann die Invariante noch nicht lauten, nochmal nachdenken über die Invariante, dann wieder programmieren anhand dieser Invariante, dann kommt man wieder in irgendwelche Probleme rein, stellt man fest, nee, man muss die Invariante doch wieder anders formulieren. So dass man aber am Ende dann auf jeden Fall konsistente Beziehungen zwischen den Variante einerseits und dem Code hat. Das ist das, was Sie meinen, dass es bei der Entwicklung schon hilft. Nehme ich an? Ja, genau. Genau, ja.
Das ist ein wichtiger Punkt, in der Tat. So, also zumindest ist es sicherlich vorteilhaft, wenn Sie als Lehrende das gut verstanden haben und auch im Hinterkopf behalten und daraus dann gezielte Fragen stellen können. In genau diese Fragen, um die es geht. Sag mal, Schüler, Schülerin, was ändert sich denn bei jedem Durchlauf? Ja, also ja, hier etwa, das ist eben keine Vorschleife mehr, wo ein I immer um 1 erhöht wird oder so etwas, sondern hier, was sich hier ändert, ist schon etwas schwieriger zu durchschauen. Das Wesentliche, was sich ändert, ist eben hier, dass diese Differenz verringert wird. Und irgendwann ist man eben an der Stelle, dass die Fortsetzungsbedingung nicht mehr true ist, weil eben right minus left größer 1 irgendwann nicht mehr erfüllt ist. Diese Frage zu stellen und eben, was bleibt gleich bei jedem Durchlauf? Also mit diesem Hintergrundwissen von Invariant, von Schleifenvariante und Schleifenvariante können Sie vielleicht gezielter genau die Fragen stellen, die darauf hinführen, ohne dass Sie das vielleicht wirklich thematisieren, ohne dass Sie wirklich von Schleifenvariante und Schleifenvariante abstrakt reden. Hier haben wir natürlich noch ein Beispiel für, also damit sind wir eigentlich prinzipiell erstmal durch mit Schleifenvariante und Schleifenvariante. Hier sehen Sie, die Problematik von verschachtelten Schleifen ist die, genau zu verstehen, wie diese beiden Schleifen ineinander greifen. Und meine Erfahrung ist, natürlich ist es sinnvoll, da auch so einen Pseudocode mit GoTo wieder zu schreiben, aber dass es durchaus hilfreich ist, einfach mal für so eine beispielhafte Schleife mit zu protokollieren, was da eigentlich die beiden Werte jeweils sind, beziehungsweise auch auf jeden Fall sollte man dann einen Schritt weitergehen. Jetzt haben wir hier einen relativ einfachen Fall. Man sollte sich bewusst machen, dass das ein zu einfacher Fall eigentlich ist, dass man auch einen komplexeren Fall nehmen sollte, zum Beispiel einfach nicht mehr j kleiner 4 wie eben, sondern j kleiner i, sodass also der Index j hier der innere Index vom äußeren Index abhängt, in dieser einfachen Form. Und dann nochmal zu protokollieren, was das Ergebnis ist. Hier oben dieser Strich ist der Fall i gleich 0. Also da ist der Fall i gleich 0 versteckt, wenn man so will, weil j kleiner i dann gar nicht eintritt, gibt es gar keinen Fall. Das heißt, hier haben wir eigentlich müsste normalerweise hier über dem Strich noch was sein, ist aber nicht. Weil da gar kein Fall eintritt. Das müsste man dann natürlich, also das, denke ich, ist ein schönes Beispiel, um das Verständnis von verschachtelten Schleifen in voller Allgemeinheit irgendwie nahezubringen. Eben der Fall auch, dass Schleifen teilweise die innere Schleife gar nicht durchlaufen wird für eben i gleich 0 und eben, dass die Anzahl der Durchläufe der inneren Schleife auch abhängt von der Anzahl der Durchläufe der äußeren Schleife. Ja, eine gute Vorarbeit beispielsweise für Algorithmen wie, Sortieralgorithmen wie Bubble Sort und Selection Sort, die ja genau darauf beruhen, dass sie im ersten Durchlauf der äußeren Schleife alle Indizes des Arrays durchgehen und dann das Maximum ans Ende packen, dann nur noch alle bis auf das letzte, dann nur noch alle bis auf das zweitletzte, bis auf die letzten beiden, alle bis auf die letzten drei und so weiter. Genau dieses Muster, das Sie hier sehen. Subroutinen sind schwierig zu verstehen und das ist die Art und Weise, wie ich das hier einführe. Auch hier wieder 22, 23 ist im Prinzip dasselbe. Vielleicht habe ich ein paar Kleinigkeiten nur geändert, aber im Wesentlichen ist es dasselbe. Also, Sie sehen hier, also hier ist das Verständnis, hier ist wichtig, mal zwei verschiedene Aufrufe derselben Subroutine zu haben. Im Fall von Java bietet sich es dann auch nochmal an, da ja Subroutinen nur Methoden von Klassen sind und zumindest Objektmethoden nur mit Objekten also mit Referenzen der Klasse aufzurufen sind, nur das geht.
Da bietet es sich an, dann durchaus auch hier noch eine Variation zu haben, einmal den Robot und einmal den Robot 2. Wichtig halt dieser Punkt ist hier immer zu sehen, nach diesem Aufruf von Move geht es dann weiter mit der nächsten Anweisung I++ und nach diesem Aufruf von Move mit Robot 2 geht es dann weiter mit dieser Anweisung I-. Ja, also das mal wirklich zu sehen. Er springt dann immer halt zurück an verschiedene Stellen. Deshalb ist es wichtig, da auf jeden Fall, wenn Sie das thematisieren, da sowas wie hier zu haben, dass Sie zwei Aufrufe drin haben, damit die Schülerinnen und Schüler sehen, aha, nach dem ersten Aufruf, also hier sehen, wie das kommt. Nach dem ersten Aufruf springt er hierhin zurück, nach dem zweiten Aufruf springt er hierhin zurück. Und dann auf der Basis können Sie, wenn Sie wollen, thematisieren, dass da eben immer auf dem Callstack die Rücksprungadresse gespeichert ist und die ist bei diesem Aufruf halt eine andere als bei diesem Aufruf. So dass Sie, also hier ist dieser Callstack eben, wir sind jetzt mittendrin, wir haben Main aufgerufen, ja, da hat das Programm begonnen und rufen einmal Move auf, dann schaut der Stackpoint da hier drauf vom Callstack. Auf diesen Frame von Move, wo dann unter anderem auch die Rücksprungadresse hier nach I, zu dem I++, zu dieser Anweisung mit drauf ist. Und da haben Sie dieses Move. Okay. So. Das sind der problematischste Punkt an der ganzen Sache mit Subroutinen ist wirklich Rekursion. Das ist nochmal eine Problematik für sich. Ja, auch wenn Leute verstanden haben und gut damit umgehen können, dass sie von der einen Subroutine dann eine andere Subroutine aufrufen. Also ich rede immer hier von Subroutinen, um mich von Java ein bisschen zu lösen. In Java haben wir ja nur Methoden von Klassen und also von Referenztypen. Und in Racket beispielsweise haben wir Funktionen als Subroutinen. Subroutinen ist so ein bisschen der Oberbegriff auch für Prozeduren in anderen Sprachen und so weiter. So, Rekursion ist nochmal ein Verständnisproblem für sich. Hier haben Sie ein einfaches Beispiel, ein grundlegendes Beispiel, das Sie vermutlich, wenn Sie Rekursion einführen, dann auch verwenden werden. Dieses oder ein ähnliches, nicht? Die Fakultät kann man rekursiv definieren. Die Fakultät von 0 ist 1 und die Fakultät von n größer 0 ist eben n mal die Fakultät von 1 kleiner. Kann man 1 zu 1, wie Sie es hier sehen, übersetzen in Code, sei es in Racket, wo es noch einfacher ist, oder sei es wie hier in Java. So, jetzt geben wir hier mal aus das n jeweils und das Resultat und Sie sehen, was hier passiert. Wenn Sie Rekursion verstanden haben, wird Sie das Ergebnis sicherlich nicht überraschen. Was man aber dafür verstehen muss, ist, dass erstmal hier immer weiter runtergegangen wird. Ja, Faktorien mit 6 ruft Faktorien mit 5 auf, ruft Faktorien mit 4, mit 3, mit 2, mit 1, mit 0 auf. Ende des rekursiven Abstiegs, Rekursionsabbruch greift. Also Rekursion, Faktorien mit 0 wird beendet, erst hier durch diesen gelben Bereich durch, gibt also 0 und entsprechend den Wert 1 aus, dann ist Faktorien mit 0 beendet, dann Faktorien mit 1 geht dann vom rekursiven Aufruf aus weiter, gibt also das aus, dann ist Faktorien mit 1 beendet, geht dann 1 höher wieder zurück, Faktorien mit 2 und so weiter und so fort. Und hier kann man das nochmal direkt thematisieren, die Problematik, diese Verständnisproblematik, indem Sie jetzt nicht viel machen, indem Sie eigentlich gar nichts machen. Sie brauchen ja hier nicht wirklich was zu machen. Sie können es aber auch, wenn Sie wollen, also mit Fakultätsberechnung gleich verknüpfen. Es muss keine Methode wie diese hier sein, die eigentlich gar nichts macht. Außer eben mit zu protokollieren, was die N-Werte sind. Und hier sehen Sie, dann, das führt dann durchaus zu Verständnisproblemen. Also nach meiner Erfahrung,
wenn die Studierenden damit konfrontiert sind, dass dieser Code diese Ausgabe liefert, führt das durchaus zu Verständnisproblemen. Hier nochmal die Variante, dass wir den Rekursionsaufruf vergessen haben. Und nach meiner Erfahrung, und diese Erfahrung ist jetzt immerhin auch schon ein Vierteljahrhundert alt, mindestens mehr, also eigentlich 30 Jahre schon alt, kann man da sehr viel an Verständnis gewinnen, indem man wieder auf unser Modell Computerspeicher zurückgreift mit dem Call-Stack, wo dann die Studierenden oder die Schülerinnen und Schüler explizit sehen, aha, nachdem sie verstanden haben, wie das funktioniert mit dem Call-Stack und den Methoden aufrufen, dann eben zu verstehen, aha, hier diese Aha, wir haben gleichzeitig mehrere Aufrufe derselben Methode offen. Und zwar immer dieselbe Methode, aber mit verschiedenen Werten. Also in dem Fall haben wir jetzt begonnen mit 3 und nicht mit 6, wie eben auf der Folie. Und dann wird der halt beendet, wird 0 ausge. Hier geht's rein, wird 3 ausgegeben, hier geht's rein, wird 2 ausgegeben, hier geht's rein, wird 1 ausgegeben, hier geht's rein, wird 0 ausgegeben, dann haben wir die Situation, wie sie jetzt hier zu sehen ist, dann geht's raus, vorher wird nochmal 0 ausgegeben, dann geht's hier raus, vorher wird nochmal 1 ausgegeben, dann hier raus 2 und hier raus 3. In der FOP mache ich das so ein bisschen auch animiert, also nicht beim Thema Rekursion, sondern überhaupt beim Thema Callstack, dass ich dann tatsächlich mehrere Bilder hintereinander habe, wo mal der Callstack um ein Frame wächst und wieder um ein Frame zurückgeht und gleichzeitig lasse ich auf der Folie dann den Prozess durch den zugehörigen Java-Quelltext durchlaufen. So, hier ein Beispiel, Nullstellenberechnung bei einer stetigen Funktion mit Vorzeichenwechsel. Sie wissen, wenn Sie eine stetige reelle Funktion haben, ja, von R nach R, und Sie haben da drin einen Vorzeichenwechsel von einer Stelle A zu einer Stelle B, dann muss in dem geschlossenen Intervall von A nach B eine Nullstelle sein. Ja, also Vorzeichenwechsel kann auch heißen, dass bei A oder bei B eine Null ist. Im allgemeinen Fall haben wir bei A Funktionswert größer 0 und bei B ein Funktionswert kleiner 0 oder umgekehrt. Aber auch der Randfall, dass der Funktionswert bei A oder bei B oder bei beiden 0 ist, ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, im geschlossenen Intervall AB haben wir mindestens eine Nullstelle, wenn die Funktion stetig ist. Hier nur mal ganz kurz, das ist äquivalent dazu. Das heißt, wir können einfach x mal y kleiner gleich 0 auswerten, wenn wir den Fall haben wollen und zugleich den Fall haben wollen. So, und Sie wissen eben aus der Mathematik, dass es mindestens eine Nullstelle geben muss. Und die Rekursion an dieser Stelle ist, ich glaube, hier muss ich auch wieder b plus a halber reinsetzen. Ich mache immer wieder denselben Fehler. Ich mache immer wieder an der Stelle, wo ich Plus setzen müsste, hier ein Minus rein. Ich bitte um Nachsicht. Also a plus b halbe müsste das eigentlich sein. Richtig? Ja. So, wenn hier ein Vorzeichenwechsel ist, also dann haben wir hier eine Nullstelle. Ansonsten haben wir also mindestens eine Nullstelle. Ansonsten haben wir mindestens eine Nullstelle hier. Es kann natürlich auch sein, dass in beiden eine Nullstelle ist, aber wir wollen nur eine einzige Nullstelle finden, damit sind wir zufrieden. Das heißt, es ist egal. Ja, wenn wir hier wissen, dass da eine Nullstelle ist in diesem Intervall, weil hier eben ein Vorzeichenwechsel von A nach M stattfindet, dann ist uns egal, ob hier vielleicht auch eine Nullstelle ist oder nicht, sondern wir betrachten nur dieses Intervall weiter und entsprechend mit dem anderen Intervall umgekehrt. Kann man entsprechend implementieren. Also das finden Sie alles. Ich glaube, da ist es inzwischen korrigiert. Ich habe es aber nicht nachgezogen hier, die Korrektur mit dem a plus b statt a minus oder statt b minus a. So, dann haben wir dieselbe Situation wie eben ähnlich wie beim aufsteigend sortierten Array, dann einen Wert darin zu finden. Hier suchen wir halt in einem Intervall eine Nullstelle und ich
und ganz einfach im, falls hier ein Vorzeichenwechsel ist, dann beschränken wir uns nein, falls hier kein Vorzeichenwechsel ist, beschränken wir uns hierauf und umgekehrt. So. Also Rekursion ist ein schwieriges Thema für die Studierenden oder für Schülerinnen und Schüler. Und ich habe Ihnen jetzt an die Hand gegeben, was meines Erachtens eine sehr zielführende Strategie ist, um damit umzugehen. Kommen wir zu Exceptions. Exceptions sind jetzt nicht unbedingt zurzeit im Land Hessen so wichtig im Schulunterricht, aber das kann sich ja vielleicht auch nochmal ändern. Vielleicht im Leistungskurs kann man das vielleicht auch thematisieren, vielleicht auch in Tiefe thematisieren, wenn man da die Zeit hat. Vielleicht wird es auch irgendwann mal Pflicht, meines Wissens momentan nicht Pflicht, beziehungsweise im lehrberuflichen Schulen dasselbe. So, was ist eigentlich ein Exception werfen? Das hat, wie Sie kennen, Return, um eine Methode sofort zu beenden. Und Sie kennen Throw, um ein Werfen einer Exception. Und auch das beendet die Methode sofort. Sieht erstmal sehr ähnlich aus, wenn Sie sich das angucken. Vor allem, wenn Sie den Wurf einer Exception-Klasse, also des Objekts einer Exception-Klasse, wie man das typischerweise macht, dass man erst im Throw überhaupt das Objekt mit Operator new einrichtet. Ja, man könnte es natürlich auch vor dem Throw machen. Aber typischer ist es sehr typisch, dass man diese Exception einfach im Throw überhaupt erst dieses Objekt einrichtet. Und das kann man natürlich, ist natürlich sehr, sehr ähnlich dazu, dass Sie ein mit Return ein Objekt zurückliefern, das Sie auch erst mit Neo dort eingerichtet haben. Aber subtil, aber dennoch entscheidend anders, nämlich, Sie sehen das hier nochmal, das ist sowas wie eine Wiederholung beim Fang. Ja, do the first thing wirft potenziell eine do the first thing exception oder eine do the first or second thing exception. Ja, beide, diese beiden exception, wie der Name schon sagt, können von dieser Methode geworfen werden. Von dieser Methode können, wie die Namen schon sagen, die zweite und die dritte, die exception aus der zweiten und aus dem dritten Catchblock geworfen werden und hier dann entsprechend die aus dem dritten Catchblock. Ja. Also ein etwas komplizierteres Beispiel, das verschiedene Anweisungen, in dem, also verschiedene Methodenaufrufe im Try-Block dann potenziell auch zur selben oder zu unterschiedlichen Exceptions führen können. So, also es gibt hier vier Ausgänge aus dem Try-Block. Drei Ausgänge führen sofort jeweils in einen der Catch-Blöcke rein und der vierte Ausgang ist, dass keine Exception geworfen wird, die Catch-Blöcke übersprungen werden und das dann ganz normal danach nach diesem Try-Catch weitergeht. Ja, das muss auch verstanden werden. Also, was sehen wir da? Etwa auch in diesem Beispiel, falls sie geworfen wird, muss, das ist halt das Problem, nicht? Wenn hier eine Exception geworfen wird, dann muss man verstanden haben, dass damit sofort nicht nur der Ablauf von dieser Methode, die die Exception wirft, beendet ist, sondern auch der Ablauf des gesamten Try-Blocks beendet wird, dass also nichts mehr danach kommt, sondern sofort in die entsprechenden Catch-Block gesprungen wird. Das ist das, was hier steht. Und den ersten passenden Catch-Block, also Sie haben in der FOP ja gesehen, wenn Sie mehrere Catch-Blöcke haben, die potenziell passen, wo der statische Typ, der dort genannt wird, für die Exception-Klasse, wenn der passt auf den dynamischen Typ der geworfenen Exception, also dass der dynamische Typ gleich oder ein Subtyp des statischen Typs ist, wie üblich, dann geht es einfach nach Reihenfolge. Der erste gefundene Block, der passt, wird ausgeführt und alle anderen werden ignoriert. Und wenn keine Exception geworfen wird, werden alle Catchblöcke übersprungen und danach geht es ganz normal weiter. Also wir können das als eine Art komplexe Verzweigung, wenn man so will, verstehen. So, und natürlich ist dann die große Verständnisfrage, unter welchen Umständen man eigentlich überhaupt Exceptions verwenden sollte. Und ja,
Das ist natürlich eine Fragestellung, die nicht mehr programmiertechnisch, nichts mehr mit der Programmiersprache als solche zu tun hat, sondern eher konzeptuell ist. Und das Konzept dahinter, das ist sicherlich sinnvoll durchaus zu betrachten in Java. Also wenn Sie, egal ob Java oder andere Programmiersprache, dass Sie Codestücke, etwa Subroutinen oder innerhalb einer Subroutine ein Codestück haben, wo Vorbedingungen erwartet werden, wo erwartet wird, dass gewisse Vorbedingungen eingehalten werden. Wir hatten ein Beispiel hier, wir müssen nicht immer zurückgehen, das hatte eigentlich mit Rekursion. Hier sehen Sie, Precondition, Vorbedingung, n größer gleich 0. Ja? Wenn n, gehen wir nochmal zurück zu der reinen Faktorial-Fakultätsfunktion, wenn n kleiner 0 ist, funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Oder was, beziehungsweise was passiert dann, wenn n gleich minus 1 ist, dann ist n nicht größer 0, sondern es wird die 1 zurückgegeben, was aber nicht wirklich korrekt ist. Also die Fakultät ist für negative ganze Zahlen nicht definiert. Das wäre ein Fall, wo man darüber nachdenken könnte, ob man nicht eine Exception wirft. Also abprüfen, dass n wirklich größer gleich 0 ist und wenn das nicht der Fall ist, dann entsprechend eine Exception zu werfen. Also hier wäre das vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber so generell auf jeden Fall. So, gehen wir wieder dahin. Noch sind wir nicht wieder da. Preconditions, wie wir es eben bei der Fakultätsfunktion gesehen haben. Und wenn. Also, es gibt Vorbedingungen, die würden Sie abprüfen und eine Exception werfen. Es gibt andere Vorbedingungen, die prüfen Sie nicht ab und dann kann alles Mögliche passieren, nicht? Dann kann, wie wir eben bei der Fakultät gesehen haben, ein Wert zurückgeliefert werden, der aussagenlos ist oder den man vielleicht als falsch ansehen könnte. Oder es kann irgendwo auf einen semantischen Fehler hinauslaufen und dann wird eine von den Runtime Exceptions in Java etwa geworfen und so weiter. Also hier sehen Sie nochmal das Beispiel, falls die Precondition n größer gleich 0 verletzt ist, wird eine Exception geworfen. Aber es gibt ja eigentlich noch eine weitere Vorbedingung, nämlich im Datentyp int, beziehungsweise im, genauer gesagt, im Ergebnistyp long, lassen sich nur die Fakultätswerte von sehr kleinen natürlichen Zahlen darstellen. Ich glaube, irgendwo bei 91 oder sowas ist Schluss. Also, das ist eigentlich noch mal eine weitere Vorbedingung, dass n nicht zu groß ist, und zwar wirklich nicht sehr groß sein darf. Das würde man eigentlich, wenn man es konsequent machen wollte, hier auch noch abfangen. So, dann sind wir auch mit Exception soweit durch. Ich hoffe, dass ich alles Wesentliche gesagt habe, was notwendig ist, um Sensibilität zu wecken und Ihnen auch ein bisschen zu helfen, Schülerinnen und Schüler, die Probleme haben, ein bisschen anzuleiten. Der letzte Punkt, den wir in der Aufzählung von Arten von Abläufen hatten, war Prozesse. So, jetzt haben wir auch in der FOP ein grundlegendes Problem und natürlich auch in der Schule dasselbe grundlegende Problem, nämlich eigentlich, bevor es mit dem Programmieren losgeht, bevor wir also unsere Programme schreiben und dann auf Basis dieser Programme unsere eigenen Prozesse starten, eigentlich müsste vorher schon ein ganz gutes Verständnis von Prozessen da sein. Ja, idealerweise irgendwelche Sachen, dass man auch mal auf seinem Rechner die Prozesstabelle gesehen hat und Prozesse abgeschossen hat, die Attribute in der Prozesstabelle von den einzelnen Prozessen gesehen hat und so weiter. Und vielleicht auch ein Verständnis auf Basis von Rechnerorganisation. Ja, also in irgendeiner Form sollte man ein Verständnis, wäre es ideal, wenn man ein Verständnis von Prozessen schon hat, bevor es ans Programmieren geht. Vor allem. Oder auch andere Themen. Problem ist, da muss man natürlich auch dem Lehrplan folgen, der ja quartalsweise oder auch halbjahresweise den Stoff vorgibt. Und dann haben Sie nicht unbedingt viel Zeit,
um das Thema Prozesse früher einzuführen, als es im Lehrplan vorgesehen ist. Ja, und wenn das nicht im Lehrplan frühzeitig genug vorgesehen ist, dann müssen Sie da halt damit klarkommen. Wie kann man tiefes Verständnis dafür vermitteln, um das Thema Programmieren aufzubauen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte in der FOP keine befriedigende Lösung dafür. Ich habe früher, vor ungefähr 20 Jahren, hier Allgemeine Informatik 1 und 2, eine Serviceveranstaltung an der TU Darmstadt für Studierende, beispielsweise von Elektro- und Informationstechnik, aufgebaut, wo die Situation etwas anders war. Ich hatte mehr, bevor es ans Programmieren ging, hatte ich mehr Zeit, um ein paar grundlegende Sachen noch vor dem Programmieren einzuführen und habe da unter anderem auch Prozesse dann neu eingeführt. Aber hier ist einfach auch keine Zeit dafür, sodass ich also nicht viel Sinnvolles dazu sagen konnte, einfach aus Zeitgründen auch nicht viel Sinnvolles dazu machen konnte und einfach darauf vertrauen musste, dass die Leute dann bei ihren ersten Übungsblättern dann so langsam hineinwachsen in ein Verständnis davon, was ein Prozess eigentlich ist. Hier ganz am Anfang der FOP habe ich immer auch mit Code2 gearbeitet, hatte ich ja schon gesagt. Also das kann durchaus sein, dass das auch nochmal eine gute Unterstützung ist für das Verständnis, wie Prozesse überhaupt funktionieren, vielleicht auch Flussdiagramme. Hier solche Sachen, wie wir sie jetzt schon mehrfach gesehen haben, will ich nicht noch weitergehen. So, damit sind wir mit diesem Abschnitt durch. Denken in Abläufen. Wir haben jetzt verschiedene Abläufe gesehen, von den einfachsten Linearabläufen über Verzweigungsschleifen, auf und von Subroutinen, Exceptions und dann ganze Prozesse. Ich möchte dann hier jetzt auf ein anderes Thema kommen, was sicherlich sehr virulent ist bei Ihren Schülerinnen und Schülern. Nämlich, die Schülerinnen und Schüler bauen natürlich nicht von vornherein korrekte Programme. Sie bauen Fehler ein. Und diese Fehler zu finden, ist dann natürlich ein mehr oder weniger großes Problem. Es ist ein besonders großes Problem bei Hausaufgaben, wo die Leute ja niemanden mehr haben oder höchstens sich untereinander austauschen, was sie vielleicht als Lehrkraft auch nicht unbedingt immer wollen, dass sie sich zu viel gegenseitig verraten. Und ansonsten, im Unterricht, wenn die Schülerinnen und Schüler in Stillarbeit selber am Rechner arbeiten, können sie natürlich auch Hilfestellung leisten, aber sie möchten natürlich nicht alles verraten, sondern letztendlich sollen die Schülerinnen und Schüler die Fehler natürlich selber finden. So, was gibt es denn eigentlich überhaupt für Fehlerarten? Das habe ich auch in der FOP, nachdem wir erstmal einen Haufen Beispielmaterial haben, habe ich das dann auch mal systematisch kurz abgehandelt. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Fehlern zur Kompilierzeit und Fehler zur Laufzeit, also Fehler, die erst bei der Programmausführung auftreten. Was sind Kompilierzeitfehler? Ja, das wissen Sie ja, wenn Sie da irgendwas, beispielsweise Semikolon vergessen oder ähnliche Sachen oder einen Bezeichner falsch schreiben, dann meckert der Compiler. Gibt an, in welcher Datei, in welcher Zeile und sagt auch irgendwas, was ihn daran stört. Und hoffentlich reicht das, diese Information dafür, dass Sie selber verstehen, was da korrigiert werden müsste. Also es passiert, es wird gar nicht erst übersetzt und dementsprechend wird gar nichts Ausführbares erst erzeugt. Und bei Laufzeitfehlern haben wir dann andere Situationen. Also allgemein heißt das, erst beim Ablauf des Programms wird der Fehler vom Laufzeitsystem festgestellt. Also wir reden jetzt nicht über Fehler, die sozusagen daran manifestieren, dass die Daten, die rauskommen, falsch sind oder dass der Roboter falsche Wege geht, sondern wir reden hier von Fehlern, die zum Programmabbruch führen. Das Laufzeitsystem überwacht, ob sie auch wirklich nirgendwo durch Null teilen und nirgendwo auf Null lesen oder schreiben oder ausführen zugreifen und nirgendwo auf den falschen Array-Index zugreifen und so weiter und so fort. Nicht. Und solche Laufzeitfehler sind in Java
kann man so sagen, sie haben sich materialisiert in einer Klasse, in der Klasse Runtime Exception, direkt abgeleitet von Java Lang Exception. Also eigentlich wird, soweit ich weiß, nie eine Runtime Exception geworfen, sondern eben eine von Runtime Exception abgeleitete Exception-Klasse. Und falls diese Exception, das sind die einzigen, wie Sie wissen, die einzigen Exception-Klassen, die nicht gefangen werden müssen, die also tatsächlich eine Lücke, eine bewusst offengelassene Lücke im Sicherheitssystem sind. Und wenn sie nie nicht gefangen wird, dann wissen Sie, wird das Laufzeitsystem das Programm abbrechen mit einer entsprechenden Fehlermeldung. Und der wesentliche Punkt der Fehlermeldung ist der momentane Inhalt des Call Stacks. Für jede momentan offene Methode, in welcher Zeile der Methode der Prozess da gerade war, in dem Moment, wo der Fehler passiert ist. So, was haben die zum Beispiel? Compile-Zeit-Fehler, Sachen, die der Compiler findet. Zum Beispiel, wenn Sie ein Schlüsselwort als Identifier verwenden wollen oder wenn Sie verbotene Zeichen wie Plus und Minus als Elemente des Identifiers verwenden wollen in Java. Sie erinnern sich vielleicht, in Racket waren die Regeln dafür, wie Identifier gebildet werden können, sehr viel flexibler, sehr viel liberaler als in Java, wo Plus und Minus tatsächlich auch Identifier sind. Allerdings schon vordefinierte Identifier, also auch nicht wieder wie eigene Identifier verwendbar. Ja, zum Beispiel, wenn Sie for verwenden und in den runden Klammern dahinter sind nicht zwei Semikolons. Das ist ein Beispiel dafür, dass das Schlüsselwort for falsch verwendet ist. Inkorrekte Klammerung, brauche ich nichts dazu zu sagen. Laufzeitfehler, ganzzahlige Division durch Null ist ein Laufzeitfehler. Sie wissen, warum gebrochenzahlige Division mit Float oder Double. Da gibt es in Java tatsächlich plus Infinity und minus Infinity als zwei Werte. Das heißt also, bei Division mit Float und Double führt die Division durch Null nicht zu einem Laufzeitfehler, sondern eben dazu, dass das Ergebnis unendlich oder minus unendlich ist. Oder wenn Sie 0 durch 0 teilen, ist es dann auch NaN. Ein weiterer Wert, der vordefiniert ist in Float und Double in Java, basierend auf dem Standard IEEE 754. Und dann geht das Programm ganz normal weiter, ohne dass es abgebrochen wird. Ja, aber zum Beispiel Zugriff auf Array-Komponente, Array-Index Out-of-Bounds-Exception wird dann geworfen. Null-Pointer-Exception kennen Sie ja auch. Findet keinen Speicherplatz. Das ist jetzt keine Exception, die geworfen wird von Runtime-Exception, sondern es ist ein Error, der dann geworfen wird. Das haben wir uns in Kapitel 5 in der FOP genauer angeguckt. Der größte Teil des Kapitels geht über Exception-Klassen, aber ganz am Ende haben wir uns dann noch angeguckt, dass es eine Basisklasse Throwable von Exception gibt, davon abgeleitet noch eine Warteklasse Error. Und für Fälle, die eben hoffnungslose Fälle sind, wo eigentlich normalerweise nicht gedacht ist, dass man die abfängt, weil man die nicht abfangen kann, weil es keinen Sinn macht, dann das Programm weiterlaufen zu lassen. So, jetzt muss man sich klar darüber sein, dass diese Abgrenzung zwischen Laufzeitfehlern und Kompilierzeitfehlern nicht in allen Sprachen dieselbe ist. Zum Beispiel das hier, das ganz konkret aus der FOP. Wenn Sie beispielsweise auf einen String den Operator mal, also auf zwei Strings den Operator mal anwenden, dann haben Sie also wenn hinter einem Identifier ein String steht, dann haben Sie dann diese beiden Identifier nicht korrekt nach ihrem Typ verwendet, denn sie haben eine arithmetische Operation darauf angeführt. In Java wird das in zur Kompilierzeit gefunden, dass das nicht geht, dass der Operator mal nicht definiert ist für Strings, für Paare von Strings. In Racket würde das erst zur Laufzeit überprüft werden und dann würde es entsprechend einen Abbruch des Durchlaufs zur Laufzeit geben. Oder plus plus oder solche Sachen auch. Also in Java haben wir bei diesen Beispielen einen Kompilierzeitfehler und in Racket einen Laufzeitfehler. So,
Jetzt sind wir mit der Zeit soweit durch. Machen wir vielleicht noch das schnell durchfinden von Kompilierzeitfehlern. Ist relativ einfach, nicht? Das wissen Sie ja, weil die Fehlermeldung erstmal die Stelle genau bezeichnet, wo der Fehler gemacht wurde. Aber aufpassen. Ja, wenn Sie in einer, beispielsweise in einer Zeile Semikolon vergessen, dann wird mutmaßlich die Fehlermeldung erst in der nächsten Zeile sein, also auf die nächste Zeile verweisen, weil dort erst das erste nicht erwartete Token dann auftritt. Ja, das heißt also, Sie müssen schon ein bisschen drumherum schauen. Einigermaßen aussagekräftig, und wenn Sie mit einem Compiler in einer Sprache öfters gearbeitet haben, dann wissen Sie auch, was der jemand zu sagen hat. Gut, man muss vorsichtig sein. Also die Compiler-Fehlermeldungen bei C++, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, gut, diese Erfahrung ist jetzt auch schon sehr lange her. Vielleicht hat sich da ja was verbessert, aber muss ich sagen, sind schon deutlich schwieriger zu verstehen als beispielsweise in Java und Regex. So, an dieser Stelle ist die Zeit jetzt endgültig um. Ich werde also jetzt die Vorlesung, die Aufzeichnung beenden.